unserem Podcast 90 Kids. Durchgesäppt statt Streaming-App. Boah. Mein Name ist Freddy. Tag, da will ich kurz ins Kölsche gerutscht. Ja, was ich gerade sagen. Ja. So ein Kölscher Kettenraucher war das gerade oder so. Ja, sicher das. Ja, herzlich willkommen. Heute ja. Zu viert sogar. An diesem gruseligen Datum. Nee, noch nicht, ne? Aber es ist jetzt bald. Es wird dunkel draußen. Genau. Es geht nämlich auf Halloween zu. Und heute haben wir ein Halloween-Special. Passend dazu, ganz zufällig. Ja. Und ja, an meiner Seite begrüße ich heute, wie schon gesagt, drei andere Gäste. Und zwar Markus. Ja, hallo. Lange, lange war ich nicht da. Ja. Eine Folge, glaube ich. Oh, stimmt. Die Sommerpause. Ja, die hast du. Lars. Jawohl, bin hier. Lars ist dabei, hört man auch schon. Und Tommy. Hallo. Servus. Ja, grüezi miteinander. Hallo. Geht's euch gut? Ja, narrisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Ein bisschen Angst habe ich. Jetzt schon? Ein bisschen Angst? Ja, sicher. Ja. Ganzen 90er Kinderfilme wieder rausgesucht, oder? Schlafe ich heute Nacht nicht mehr. Kinderfilme, du hast, wenn du teilweise, ich glaube, die Filme, die wir rausgesucht haben, als Kind gesehen hättest, wäre es nochmal problematischer geworden. Aber dazu kommen wir später. Erstmal kurz zum Thema Halloween. Einmal so eine ganz kleine Einführung. Was ist überhaupt Halloween? Kommt aus den USA, wissen wir alle, aber basiert auf keltischen Bräuchen aus dem 19. Jahrhundert. Und seit den 90ern breitet sich das Fest auch in Kontinentaleuropa aus. Da direkt mal die Frage zu Beginn, weil wir sind, glaube ich, so die Generation, die das so aktiv mitbekommen haben, wie quasi Halloween so ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht St. Martin verdrängt hat, aber ich erinnere mich daran, dass ich als Kind halt, St. Martin war dieses Ding, wo du um die Häuser ziehst und plötzlich war da Halloween und am Anfang war es erstmal so ein bisschen seltsam und irgendwann so Jahr für Jahr wurde es irgendwie immer präsenter. Jetzt mal die Frage an euch, wie habt ihr das denn so erlebt? Also als Kind gar nicht. Also St. Martin, ich bin ja eh aus einer anderen Ecke, St. Martin sagt mir so gar nichts. Bitte nicht schlagen. Aber verkleiden war, wenn dann nur, hieß es bei uns Fasching, bei euch heißt es ja Karneval im Februar, wo man sich mal umzieht, aber um die Häuser ziehen gar nicht. Ich mache Halloween-Partys erst seit ich studiert habe. Also. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich bin ein paar Jahre jünger noch als Lars, aber als Halloween rübergeschwappt ist, war ich dann doch auch schon etwas älter. Und das Traurige war, ich bin dann mit Kollegen irgendwann rumgezogen und dann waren halt eher mehr jüngere Leute da. Und wir waren, sagen wir mal, 16, 17 schon, hatten uns irgendwo einen Kürbis geschnappt, aufgesetzt und uns dann auf den Knien vor die Tür hingestellt. Und sind dann angetrunken wie die Vollidioten, lachend weggerannt. Aber also, ich glaube, wir haben es auch mit 15 einmal so schon mal gemacht. Da waren die Leute an den Türen aber auch so verwirrt, weil die das auch gar nicht kannten. Und die haben uns dann teilweise einfach irgendwie Obst gegeben oder Geld. Also so, ich hab ein, zwei Euro-Stücke. Also ich habe halt richtig diesen Wandel vom Brauch so mitbekommen, dass das kein Mensch kennt. Aber ich wollte es irgendwie mitmachen und dann war ich irgendwann doch zu alt. Ich wollte meine Kreditkarte. So, ja, und jetzt ist halt Ding Dong. Wie Lars, jedes Jahr so eine schöne Halloween-Party. Ja. Ding Dong. Die ist bei uns Tradition. Süßes oder Saures. Oh mein Gott, nimm mein ganzes Geld. Ihr wärt ja auch nicht vorbereitet gewesen, wenn es gar nichts Süßes gegeben hätte, oder? Weil Eier zum Werfen hattet ihr bestimmt nicht dabei. Ach, auch solche Zeiten gab es bestimmt, glaube ich. Das war die Zeit, wo ich ein pubertierender Jugendlicher war. Da hat man so mit Eiern geworfen, glaube ich. Da sind die Erinnerungen zum Glück nicht mehr ganz so stark an alles. Eiern geworfen, ja. Bei mir? Wir gehen gerade vom Ältesten zum Jüngsten tatsächlich auch. Ne? Das ist eigentlich ganz spannend, weil wir jetzt mal das so ein bisschen präsenter mitbekommen. Stimmt, ja. Ja, bei mir, ich meine, Freddy, wir haben das ja teilweise auch dann auch zusammen erlebt, wobei das dann eher schon die Jugend in den 2000ern war. Aber als Kind, weiß ich, habe ich das immer mitbekommen, weil halt gerade wenn Halloween irgendwie am Wochenende war, auf den Programmen, vor allem auf Pro7, immer sehr viele Halloween-Specials liefen, sprich von den damaligen Sitcoms, Alle unter einem Dach zum Beispiel, kann ich mich dran erinnern, da liefen dann immer Halloween-Folgen, zum Beispiel mit der Bauchrednerpuppe auch, das war dann auch immer ein bisschen gruselig. Und natürlich die Halloween-Special von den Simpsons. Und das habe ich dann die sind ikonisch, ja. Treehouse of Horror. Ja, genau. Jetzt gehst du schon so krass auf die Film- und Serien ein. Ich wollte jetzt eigentlich nur von dir wissen,
Wie du Halloween an sich erlebt hast. Wenn du, ja, genau was so. Was hast du gemacht an Halloween? Also genau, als Kind habe ich dann immer, also habe ich dann immer die Sachen im Fernsehen geguckt, und wenn man dann, als man dann älter wurde, das war aber dann nicht mehr in den 90ern, ist man dann noch rausgegangen, hat was getrunken, ja, also das waren ja dann, aber es war halt dann nicht mehr, da war ich halt kein Kind mehr, ne? Ja, ja. Ja, ich, krass, ich dachte, ich wär, sind wir nicht auch mal zusammen um die Häuser gezogen? Ja, aber es war halt dann später, ne? Also es war ja, dann war das, wir, war das Trinken dann, ne? Wir waren ja keine Kinder. Nee, auch so tatsächlich, ich weiß tatsächlich, dass ich mit zwei Freunden auch mal tatsächlich so Halloween so ganz klassisch gemacht habe mit diesem Süßes oder Saures. Da war das aber so eine ganz seltsame Situation, weil das war irgendwie zu früh. Das war so gefühlt 2 Jahre zu früh, und es haben auch sehr wenige mitgemacht. Und wir sind da irgendwie rumgezogen und haben sind teilweise auf sehr verwirrte Gesichter gestoßen. Ich wusste auch gar nicht, um welche Uhrzeit man losziehen musste und sowas. Als ich das erste Mal gemacht habe, da war ich komplett überfordert. Gehe ich mittags, gehe ich früh abends, gehe ich nachts? Und also ey, mittags, und gesagt, du hast ja auch kaum Leute getroffen, die das auch mitmachen. Also wahrscheinlich deswegen, du bist um 3 Uhr nachts, hast du an den Häusern geklingelt, deswegen hast du Geld bekommen. Du kniest dann da, der Kreis, dass du Geld bekommst, ja. Mit einer Maske nachts am Haus klingeln, ja klar, stimmt, da kriegt man Geld. Ja, gut, stell dir vor, wie du auf Knien versuchst wegzurennen. Genau. In Corona-Zeiten, ja, also in Corona-Zeiten ist das normal, mit einer Maske an einem Haus zu klingeln, aber das stimmt auch wieder. Maske ist ja, Maske, ne? Ja. Genau. Ja. Was Lars gerade meinte mit Studentenpartys, kann ich mich auch noch auf jeden Fall dran erinnern. Das wurde dann so richtig präsent, auch wenn du dann irgendwie in der Zeit dann irgendwie auf Studentenpartys. Es ging halt primär natürlich wieder um Alkohol, aber diesmal mit Halloween-Kostümen. Aber da waren wir ja auch Partyspiele vorbereitet. Also ich kann mich erinnern, ich hatte Partyspiele vorbereitet, ich war in meiner WG Gastgeber, und da haben wir zum Beispiel Mumien-Wettwickeln gemacht. Das hättest du zur Corona-Zeit auch nicht gekonnt, weil du musstest jemanden in Klopapier einwickeln, und damals hatte man da genug von. Und das Witzige war, ich wurde dann eingewickelt, und derjenige hatte dann auch gewonnen, der mich eingewickelt hat, aber dann sagte er so, es ist ja auch leichter, mein Kandidat ist kleiner. Aber Spiele gehören ja dazu, ne? Nicht bloß. Ja, auf jeden Fall. Das kann man auch machen. Ja. Ja, also wie Tommy gerade schon ein bisschen angedeutet hat, hat dieses Fest Halloween auch oder wurde auch zu einem großen Bestandteil der Popkultur und ist auch oft Ausgangspunkt für diverse Gruselgeschichten bzw. Horrorfilme. Ist gerade aus Amerika ja ganz viel rüber geschwappt. Und aus diesem Grund, weil wir ja auch ein Film- und Serienpodcast sind, falls ihr es noch nicht gehört habt, wollen wir natürlich auch an dieser Stelle über unsere Highlights aus den 90ern. Wir haben es ein bisschen eingeschränkt, weil sonst explodiert der Podcast, und wir haben vielleicht noch ein paar Halloween-Jahre vor uns mit diesem Podcast, deswegen wollen wir da dann vielleicht auf Klassiker eingehen. Aber heute geht's primär, also oder präzise gesagt, um Halloween oder Horrorfilm aus den 90ern. Und zu diesem Anlass hat jeder von euch seinen persönlichen Darling aus dieser Zeit herausgesucht. Schwerpunkt war auch bei uns Gruselfilme, also es gibt ja auch noch Monster-Horror, sowas wie Deep Blue Sea, Jurassic Park ist im Prinzip auch Monster-Horror, aber das haben wir alles jetzt mal ausgegrenzt. Also es geht wirklich um gruselige Filme, um Halloween-eske Filme, Horrorfilme, in diesem Sinne würde ich mal sagen, genug erzählt, starten wir doch einfach mal. Ich sehe Lars hier gerade bei mir auch auf dem Bild. Würdest du uns die Ehre erweisen, den ersten Film vorzustellen? Ja, also ich hatte auf jeden Fall Armee der Finsternis zu nennen, weil ich finde, eine Halloween-Party muss nicht bloß purer Horror sein, sondern man zelebriert es ja, man muss auch Spaß haben, finde ich. Und es ist ja im Vergleich zu den anderen Tanz der Teufel der lustigste, obwohl er nicht ganz ohne Schrecken ist. Also auch großartiger Film. Mal. Ja, er ist billig gemacht an manchen Stellen, aber so billig gemacht wieder, dass er witzig ist, wenn diese Plastiskelette auf den Pferdchen dann so rumwackeln und fast vom Pferd fallen. soll ich kurz zusammenfassen, wo in einem Satz? Ganz kurz. Also im Prinzip ist es ja dieser Ash, dieser Haushaltswaren-Mitarbeiter, der an das Necronomicon geraten ist, ein Buch der Toten. Und das wurde ja versehentlich mal vorgelesen in dieser Filmreihe und hat die Armee der Finsternis oder
eine teuflische Armee beschworen. Und er wird im Laufe dieser Filmreihe in Teil 2 in die Vergangenheit geschickt, also durch so eine Art Zeitportal, widerwillig zu König Artus. Und um dort wieder rauszukommen, muss er das Buch wieder finden und die drei magischen Worte sagen, ehe er das Buch öffnet und zurückkommt. Und er vergisst die Worte natürlich und entfesselt eine Armee Untoter. Und die müssen dann besiegt werden. Das ist die Story. Irre witzig. Klaatu Verata Nektu. Nektu, genau. Und das, vor allen Dingen hat das N-Wort vergessen. Erst jetzt kapiere ich diese Ironie. Ach, ja. Aber Bruce Campbell ist halt schnodderig, er ist cool, kaltschnäuzig. In den ersten Filmen war das noch nicht so, da war er eher so passiv, zumindest im allerersten Teil. Und da ist er richtig Kult und er genießt immer noch Kult, finde ich, in Videospielen, in Comics, überall ist Ash allgegenwärtig. Und er hat sogar eine eigene Serie bekommen, ne? Muss man ja auch gesagt, ja, sagen. Ash vs. Ja, Ash vs. The Evil Dead ist das, genau. Ja. Und da hat Bruce Campbell nichts von seiner Ironie und seinem Sarkasmus verloren. Ja. Heute würde man sagen, toxischer Mann, aber das genieße ich. Dann ist das eben für die Feministinnen der Horror, diesen Film zu gucken. Und ich mag es halt auch durch diese Slapstick-Einlagen, die immer wieder kommen, wo er sich selber schlägt und wirkt, sich die Hand absägt oder durch eine Kettensäge ersetzt etc. Das ist einfach das, was zu Halloween ein Muss ist. Ja. Ja. Endlich mal einen Film vorgestellt. Die letzten Male, wir haben ja dieses Konzept so geändert, waren wir alle immer ein bisschen ratlos. Aber ich glaube, Armee der Finsternis haben vielleicht sogar alle gesehen, oder? Gesehen habe ich nicht, aber ich würde sagen, ich habe nur am nicht präsentesten auf dem Schirm hier. Ich habe ihn sogar rezensiert. Ich glaube, Artikel müsste von mir dort liegen. Ich war so glücklich, diesen Film gekriegt zu haben. Also da haben die Götter mir wirklich ins Gesicht gestrahlt, kann man sagen. Ja, ja, ich finde es an der Stelle auch immer also spannend. Ich liebe ja diese Reihe an sich, also im Konzept, weil es kein richtiges Konzept gibt, wie du schon ein bisschen angedeutet hast. Ist ja der erste Teil ist ja so ein sehr puristischer Horrorfilm, der eigentlich ziemlich ernst und düster ist. Im zweiten merkt man schon so ein bisschen, dass es zu grotesk wird, also dass es so ein bisschen aufbricht und so die Note von Sam Raimi so ein bisschen mehr durchkommt. Und Armee der Finsternis ist ja dann quasi schon so ein bisschen eine Persiflage auf diese Geschichte und auf diese ganzen Evil Dead Kosmos. Würde ich, glaube ich, auch sagen, ist mein Lieblingsfilm der Reihe. Man muss dazu sagen, die ersten beiden Teile sind identisch. Der zweite ist quasi ein aufwendiges Remake des ersten. Genau, weshalb man eigentlich auch nur 2 und 3 gucken müsste, wenn man will. Mhm. Ja, der zweite ist natürlich klar, ist, also baut darauf auf. Also Ash existiert und kommt ja zurück. Also der aus seiner Erfahrung gewachsene Ash aus dem ersten Teil. Das ist ja schon es baut schon aufeinander auf. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man den ersten guckt, um diese Figur zumindest ein bisschen zu verstehen. Wenn man jetzt mal ehrlich ist, so gesehen sind Horrorfilme oft, die Fortsetzungen sind oft Nacherzählungen des ersten Teils. Ja. Ja, immer die gute Formel nutzen, so ist es. Ja. Also ich war damals 2013 in Evil Dead, weißt du, das war eine Neuauflage oder so von allem, oder auf jeden Fall so angeschnitten, die ganze Reihe nur, oder? Ja, das war dann mit diesem Mädel, ne, in dieser Hütte. Ja, das hat mich auf jeden Fall vom Trailer und Poster und so echt, fand ich das cool, auch mit diesen ganzen, mit diesen Baumwurzeln und sowas, was die da auffrisst und sowas, aber der Film an sich hat bei mir echt wenig Erinnerungen hinterlassen, außer halt dieses Post-Credit-Scene mit Bruce Campbell am Ende. Ja, wo er nur sagt Groovy. Wo ich auch gedacht habe, geil, ja. Genau, Groovy. Groovy. Aber sonst war der Film zum Vergessen leider. Was wollte ich jetzt mal sagen? Ah, nee, jetzt weiß ich wieder. Das Remake, das ist doch mit der Hauptdarstellerin hier von Suburgatory, wenn ich mich nicht täusche, ne? Das Mädel. Oh, keine Ahnung. Ich kannte sie nicht. Ich hab den einmal gesehen. Jane Levy? Weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube doch, ja. Mein Erinnerungsvermögen sagt mir gerade, ja, das ist sie. Okay. Auf Wikipedia. Wir stimmen euch einfach zu. Oder ich zumindest, weil ich habe keine Ahnung. Ich kenne auch die Serie nicht, von der du sprichst. Habe ich 2 Folgen von gesehen, fand die heiß und hab mir die gemerkt. Sehr gut. So merkt man sie am besten, Schauspieler. Genau. Ja. Beschwerdemeldungen bitte in die Kommentare. Ich würde sagen, Tanz der Teufel müssen wir auf jeden Fall nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Ist eine sehr coole Reihe. Definitiv. Muss ich auch nochmal gucken. Vielleicht, wenn sich's jährt, vielleicht, wenn es irgendwie jubiliert. Ja. Ja. Wird direkt notiert. Sehr gut. Ja, dann machen wir doch weiter mit Tommy. Are you ready? Ja.
Also ich habe für diesen 90er-Film oder als 90er-Film Age 20, Halloween 20 Jahre später ausgewählt. Weil ich weiß, also bei mir war es sehr seltsam, ich habe als Kind, abgesehen davon, dass es, und da kommen wir noch in einer anderen Folge drauf, dass es Filme gab, die ich wirklich zu früh gesehen habe, habe ich als Kind, also so im Alter von 8, 9, 10 Jahren, tatsächlich auch schon Horrorfilme geguckt. Und ich muss sagen, es hat mir nicht geschadet. Und unter anderem Halloween, weil meine Mutter hatte mir damals davon erzählt, dass die den irgendwie als Jugendliche im Kino geguckt hat mit einer Freundin und der halt super gut ist, super spannend und so. Und da habe ich den halt geguckt, den ganz Original Halloween, und habe mich dann auch richtig drauf gefreut, als dann 1998 tatsächlich dieser Film ins Kino kam. Und noch mehr habe ich mich gefreut, als es den dann später auf DVD gab. Und, was ich ein bisschen komisch finde jetzt schon an der Story ist, dass du ja 8 Jahre warst, 1998, und dementsprechend den ersten Teil ja davor noch geguckt haben musst, wenn du dich darauf gefreut hast. Also nicht viel vorher, sondern okay. Weiß ich nicht, das. Also ich war da halt noch gehypt von, weil ich den halt so gut fand. Ja, da es geht halt, um kurz die Story anzuschneiden, um Laurie Strode, gespielt von Jamie Lee Curtis, die ja im Jahre 1978 diese grausame Nacht erlebt hat, in Haddonfield, wo sie nämlich von dem Psychopathen Michael Myers verfolgt wurde. Man muss dazu sagen, der 20 Jahre später, der ignoriert alle anderen Filme, die es bis dato gab, der schließt an dem zweiten Teil an. Also Halloween, die Nacht des Grauens ist der erste, und der zweite Teil spielt er dann im Krankenhaus, auch mit Laurie Strode. Und ja, sie hat immer noch Wahnvorstellungen und hat mittlerweile einen Sohn, gespielt von Josh Hartnett. Der sagt, sie ist total besessen und sie soll das alles mal vergessen. Michael Myers sei ja längst tot, aber sie hatte niemals Zeit, die Leiche zu untersuchen, die im zweiten Teil verbrannt ist. Und wie es so das Schicksal so will, taucht natürlich dann Michael Myers auch wieder auf, weil er sie verfolgt, und dann geht das große Metzeln los. Ende der Geschichte. Ja. Ist auch nicht der einzige Film, der die Vorgänger ignoriert, denn das hat ja dann Halloween, der dann 2015 kam, auch getan. Denn da hat es auch keinen Sohn mehr. Genau. Das ist also total, tatsächlich, es gibt ja auch noch Rob Zombie, der ignoriert alles. Ja. Die Filme waren aber auch danach schlecht. Ignorieren alle Rob Zombie. Danach ignorierten alle zu Recht, glaube ich, Rob Zombie. Ja, genau. Ja, und dann gibt es noch die Reihe, die quasi nach dem ersten anknüpft seit 2015. Wo ja jetzt der dritte Teil im Kino ist. Oh ja, stimmt. Halloween Ends. Genau, richtig. Aber ich glaube nicht daran, dass das der letzte Teil der Reihe wird. Also wir werden sehen. Fängt ja gerade erst wieder an, lukrativ zu werden. Ja, aber es ist ein beliebter Serienmörder, den du da hast, und du kannst das Kostüm so super imitieren und alles an Halloween. Der wird nie aussterben. Nee. Glaube ich auch also nicht. Nee. Ja, muss man sagen, so Age-20 an der Stelle habe ich auch noch mal gesehen, lustigerweise, als wir letztes Jahr haben wir den zweiten Teil zusammen im Kino gesehen, Tommy und noch ein Kumpel und ich. Und da habe ich den mit meiner Freundin noch mal geschaut. Ist einer auf jeden Fall der besseren Fortsetzungen von früher, von Halloween. Ja. Und auch ein krasser Cast, aber sehe ich gerade nochmal. Cool, ne? Mit Michelle Williams und Joseph Gordon-Levitt. Mhm. Ja. Und alle da vor der Kamera fallen. Krass. Ja. Ich denke mal, einige davon sterben in dem Film. Ja. Also Joseph Gordon-Levitt ist, glaube ich, der Erste, der in dem Film stirbt. Ja. Noch vor dem Vorspann. Oh. Ja. In Halloween sterben doch sowieso immer alle, oder? Außer Jamie Lee Curtis. Also ja, und früher Loomis halt. Aber Loomis, der Schauspieler, ist halt irgendwann gestorben. Ne? Donald Pleasance, genau. Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall finde ich den, nach wie vor gucke ich den sehr gerne. Ich habe mir letztes Mal ein Video angeguckt mit der Evolution der Michael-Myers-Maske. Mit einem Ranking dann auch. Dann ist mir mal aufgefallen, dass in jedem Halloween tatsächlich die Michael-Myers-Maske irgendwie anders aussieht. Bei Age 20 ist die Besonderheit, man sieht das erste Mal Michaels Augen durch die Maske. Das hat man vorher halt nicht. Und es gibt eine Szene, da ist die Maske sogar einfach computeranimiert. Warum auch immer. Und das sieht man auch total. Ja, das sieht man das auch total. Das sah auch scheiße aus. Also ja,
Vielleicht also ist das kann ich sehen, aber das war eine Zeit, wo man das noch nicht so gut konnte. Am Tag ja, das ist aber auch eine krasse Szene. Da ist einer, der will irgendwie, ich glaube, einen Korkenzieher holen, weil die halt da in diesem, was ist das, ein College oder so, da wollen die halt saufen. Und der lässt den Korkenzieher in so einen Müllschlucker fallen, also in so einen Müllschredder. Und greift dann so da rein und du denkst die ganze Zeit, scheiße, jetzt kommt Michael und schaltet diesen Müll, den Müllschredder an. Und du denkst, scheiße. Und dann hat er den endlich, den Korkenzieher, dreht sich um und da steht Michael Myers. Und in der Szene hat er halt diese animierte Maske. Das sieht auch halt auch wirklich sehr komisch aus. Naja. Yeah. Die gute William Shatner-Maske. Ja. Genau, an der Stelle auch nochmal. Wenn man das weiß, versucht man das auch verzweifelt in der Maske die Gesichtszüge zu erkennen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Nee, ist aber, glaube ich, auch eine Reihe, die fast nochmal einen eigenen Talk kriegen. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Oder? Also, mit all den Filmen. Ich glaube, fast alle von unseren Filmen kriegen den eigenen Talk noch. Aber erst vielleicht mal, besonders ja, die Reihen, weil das kannst du nicht in so kurzer Zeit abarbeiten, das stimmt. Ja, und vor allem, wir haben auch noch, was Tommy vorhin kurz angesprochen hat, diese ganzen verschiedenen Serien der 90er mit den Halloween-Folgen. Ja. Allein die Simpsons-Folgen sind ja schon einen ganzen Talk wert mit Hugo und allem. Ja, definitiv. Aber deswegen, ein paar Jahre ziehen wir ja noch durch den Podcast. Genau. Ja. Markus. Ja, bitte. It's your turn. Ja, ich hoffe, dass mein Film auch so bekannt ist wie die ersten beiden, die wir jetzt hatten. Und ich habe mich hier für einen klassischen Kinderhorrorfilm, nenne ich ihn mal, entschieden aus dem Jahr 1990. Und zwar geht es um Hexen. Hexen. Ja. Ist basiert auf einem Kinderbuch aus dem Jahr 1983 von Roald Dahl. Das ist der Autor, der Brite, der hat auch unter anderem auch Charlie Schokoladenfabrik geschrieben. Mhm. Und so bekannte Sachen. Und halt auch das Buch The Witches, in Deutsch halt Hexen. Und das wurde eigentlich als Fantasy-Komödie verfilmt. Und Tommy hat es ja gerade schon mal angedeutet, wir wollen mal einen Talk machen über Filme, die man zu früh gesehen hat. Und irgendwie ordne ich diesen Film sehr, sehr stark da ein. Okay. Ich fasse mal die Story auch ganz kurz zusammen. Es geht eigentlich darum, Hexen sind real. Und ja, die verstecken sich halt vor den Menschen, haben aber ein einziges Ziel. Sie wollen alle Kinder auslöschen. Und da Hexen halt das nicht einfach mit Messern und so machen, haben sie jetzt den super Plan, dass sie eine Formel entwickelt haben, eine Bazooka die sie den Kindern verabreichen. Nein, die wollen einen Zaubertrank allen Kindern geben, damit sich alle Kinder in Mäuse verwandeln und diese Mäuse dann natürlich getötet werden, weil keiner mag Mäuse. Aber es gibt die norwegische Expertin für Hexen, das ist Oma Helga. Und die ist mit ihrem Enkel Luke zufällig in demselben Hotel, wo auch gerade diese Hexenkonferenz stattfindet, wo diese Formel allen Hexen quasi vermarktet wird. Und ja, dann kommt es halt zum großen Aufeinandertreffen zwischen diesem Sohn, zwischen dem Enkel Luke und den ganzen Hexen und auch der Großhexe. Und ein paar Kinder werden in Mäuse verwandelt und ja, am Ende werden alle Hexen aber in Mäuse verwandelt und vom Hotelpersonal erschlagen. Oh. Was? Ja, schon mal Spoiler, es geht nicht gut aus für die Hexen. Die Oberhexe übrigens dargestellt von Angelica Houston, auch bekannt aus der Addams Family, wo wir gerade beim Horrorthema sind. Mhm. Und was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, Rowan Atkinson, also Mr. Bean, spielt den Hotelbesitzer in dem Film. Ach krass. Aber worauf ich nochmal hinauskommen wollte, ich glaube, das Bekannteste ist ja wirklich mit dieser Szene, wo die Hexen in diesem großen Konferenzsaal sitzen und dann heißt es so, jetzt sind wir unter uns Mädels, jetzt können wir unsere Masken abnehmen. Ja. Und alle Hexen sind in diesem Film halt dafür bekannt, dass sie Glatzen haben und viele Warzen und Finger, halt lange Fingernägel und alles. Und das ist halt wirklich richtig, richtig cool mit Puppen dargestellt. Und das hat mich als Kind bis heute so verstört. Für dich wieder, Freddy, vielleicht ganz interessant, da war die Jim Henson Production am Werk, um die Kostüme zu erstellen. Und was die da gemacht haben, also das hat mich bis heute verstört. Und nicht nur die Szene, sondern es gibt auch am Anfang die Szene, wo Oma Helga über die Hexen spricht und macht es am Hand von einem Mädchen, was entführt wurde, beispielhaft. Und erzählt quasi, dass dieses Mädchen entführt wurde von ihren Eltern, von einer Hexe und dann in ein Bild eingesperrt wurde, was bei den Eltern im Wohnzimmer hängt. Und dieses Bild ist Jahr für Jahr quasi mitgealtert mit dem Mädchen drin und immer hat es dann die Gänse gefüttert, war mal im Fenster, weint, bis es irgendwann als alte Frau auf dem Bild gestorben ist. Oh. Und ich hatte als Kind so eine panische Angst dann vor Bildern, habe dann gefühlt manchmal Bilder angestarrt und hatte Angst, dass diese Bilder sich jetzt bewegen oder drin irgendwas passiert.
Also das ist keine Fantasy-Komödie, dieser Film, das ist eher mein Traumata. Ja. Krass, weil ich habe ihn auch als Kind gesehen und ich kann mich erinnern, in den Ferien die Videokassette bei meinen Eltern im Wohnzimmer rauf und runter geguckt zu haben, dabei lecker Toastschnittchen mit Salami drauf. Ach, hey. Und ich fand den einfach... Du bist ein mutiger Mensch. Da war ich 12 oder so, der ist ja auch schon, nicht mehr ganz so neu. Ich kann mich daran erinnern, wie die alle so Angelica Houston, diese eklige lange Nase hatte und alles, dann die sah richtig schlimm aus. Aber was mir im Gedanken geblieben ist, war diese Begründung, warum sich Kinder nicht waschen sollten. Aus Schutz vor Hexen, weil wenn ein Kind gebadet ist, riecht die Hexe das Kind. Wenn das Kind nicht gebadet ist, riecht die Hexe nur den Schmutz. Und das fand ich eine sehr schöne Begründung, auf Körperhygiene zu verzichten. Ich dusche heute nicht. Die Hexen kommen. Genau so. Ach übrigens, auch klar, da gibt es diese coole Verwandlungsszene, wo das fette Kind hergelockt wird, wo die Formel vorgestellt wird, die Kinder in Mäuse verwandelt. Ja. Und da ist auch wieder riesiges Puppenwerk. Also da wird dieser Junge Stück für Stück entwickelt, der sich zu einer Maus, aber halt jetzt nicht wie in dem Kack-Remake von 2020, was es gab, mit CGI, sondern wirklich halt Stück für Stück mit Puppeneffekten. Ja, sowas hat mich auch nochmal verstört. Sowas finde ich auch mal verstörend. Das erinnert mich direkt an die Fliege mit Jeff Goldblum. Boah. Oder The Thing, der Original von Carpenter, diese ganzen Practical Effects mit diesen Alien-Morph-Sachen, das hat auch das Remake im CGI nicht hinbekommen. Also, nee, das kriegst du. Lernen das kriegst du nicht im CGI sie's? Hin. Genau. Ne, da muss frühe Werwolf-Verwandlung und sowas alles, ne? Wie das dargestellt wurde, alles geil. Und alles das Plastik schön nass gemacht, dass es schön glänzt, dass es richtig glibberig aussieht, damit das funzt, Da fällt mir direkt, den hätte ich auch nehmen können. Braindead ein, der natürlich auch so mit Practical Effects arbeitet und ist natürlich auch ein krasser Film, muss man auch mal gesehen, aber fast schon eher Splatter als Grusel. Deshalb vielleicht gar nicht so passend. Kurz zu Hexen noch von meiner Seite, das Remake hast du angesprochen mit Anne Hathaway, ist aber ultra gefloppt, glaube ich, war nicht sehr besonders gut. Kam aber in der Corona-Zeit raus, aber ich glaube, das hätte es auch nicht besser gemacht, wenn es im Kino-Release dann wäre oder so. Habe ich lustigerweise immer mit Hokus Pokus übereinander geworfen, den Film. Ich habe beide gesehen, aber Hokus Pokus ja mit Bette Midler, ne? Oder? Bette Midler? Ja. Sarah Jessica Parker und die dritte habe ich vergessen. Ja. Gerade Teil 2 bei Disney Plus rausgekommen. Ja. Ist bei mir irgendwie immer durcheinander. Müsste ich nochmal gesehen, irgendwie, den Film. Der ist aber deutlich witziger, Hokus Pokus, oder? Das ist eher eine Komödie. Das sind so drei lustige Schwestern. Ja, genau. das ist tatsächlich kindlicher gemacht, also. Ja. Hexen, also wenn ihr Zuschauer, Zuhörer gerade von uns seid und noch nicht 18, dann guckt euch diesen Film noch nicht an. Kann ich nur von abraten, von dieser Fantasy-Komödie, wie sie heißt. Heute ist die Jugend ein bisschen was anderes gewöhnt, leider, aber... Also ich kann aus Erfahrung reden, ich habe mal vor einigen Jahren war ich in einer Videothek, die Älteren erinnern sich an Videotheken, und da ist ein Vater mit seinem Kind rein, das Kind lass es 12, 13 gewesen sein, zeigte mit dem Finger auf Saw und sagte, den kenne ich, der ist geil. Und ich dachte mir, okay. Alter. Das ist doch nicht normal. Und ich dachte mir, okay, alles, ich habe jetzt alles gesehen jetzt. Ja. Das war schon mal. Heute liebe Hostel. Das war schon mal der perfekte Spruch für den Teaser. Auf jeden Fall, die Geschichte kommt in den Teaser, würde ich mal sagen. Ja. Übrigens auch zum Thema, ich weiß nicht, ob es zu Halloween passen würde und zu früh gesehen. Bei mir war es ja das Schweigen der Lämmer, den ich trotzdem, weil ich mich sehr unwohl beim Gucken dabei gefühlt habe, irgendwie auch fast schon zu Halloween einordnen könnte, weil er ja auch sehr viel schreckliche Bilder mit drin hat. Definitiv. Also wer sich aus Frauenhaut ein Kleid näht und die ganze Geschichte mit dem Brunnen, das war für mich so ein Ding, das hat in mir großen Horror ausgelöst. Und Hannibal Lecter ist ja im Prinzip auch schon einer der ikonischsten Horrorcharaktere, kann man doch auch sagen. Ja. Er wird ja mit seiner Maske, mit dieser komischen Ledermaske, mit dem Gitter davor, auch immer bei jeder Actionfigurenkollektion mit in aufgeführt, neben Michael Myers und Jason Voorhees. Ja, und auf Halloween-Partys auch mal ein gern gesehener Gast, ne? Also so eine Maske, auch immer wieder Leute da auf. Dann lecker Essen machen, ne? Und Fahrrad. Das schmeckt aber gut. Ich genoss seine Leber zu einem guten Chianti. Ja. Ja, dann komme ich mal zum Abschluss zu meinem Film. Ich habe mich sehr schwer getan, tatsächlich, mit dieser Einschränkung, die wir gemacht haben. Also meine Lieblingshorrorfilme sind eigentlich entweder älter, also entweder Klassiker aus den 80ern oder noch früher,
oder Filme, die nach 2000 entstanden sind. Ich habe deswegen, also so bei wirklich Gruselfilmen hatte ich echt ein Problem, was zu finden. Ich habe mich jetzt für einen Film entschieden, den ich nicht, weil ich den Film so geil finde, genommen habe, sondern weil ich die Reihe geil finde und weil das quasi mein Namensvetter ist und die Reihe irgendwie ja in einem Halloween-Talk auch auftauchen muss. Und zwar geht's um den guten Freddy Krüger und um den Film Freddy's New Nightmare. Der ist 1994, 95, irgendwann um den Dreh ist der rausgekommen und ist schon der siebte Teil der Nightmare on Elm Street-Reihe. Und ja, ganz kurz zur Handlung, ist so ein bisschen, glaube ich, die Geburt der Meta-Ebene, kann man schon mal sagen. Wobei, ich weiß nicht, ob es die Geburt ist, ich glaube, eventuell gab es vorher auch schon Filme, die in die Richtung gegangen sind, aber auf jeden Fall finde ich das Konzept ganz geil. Und zwar ist es ein Film im Film, wie schon gesagt, und es handelt quasi von den Schauspielern, die in den Originalfilmen, beziehungsweise auch den Teilen danach zum Teil, ja, quasi die Rollen verkörpert haben. Und jetzt spielt dieser Film quasi am Set des siebten Teils. Also der siebte Teil wird quasi noch gedreht. Und Wes Craven, den man ja kennt, bekannter Horrorfilmregisseur und auch Erfinder von Freddy Krüger, spielt auch sich selbst. Robert Englund, ne, der bekannte Schauspieler von Freddy Krüger, spielt auch sich selbst. Und wir haben Heather Langenkamp wieder dabei. Die hat im ersten und dritten Teil die Rolle der Nancy Thompson wahrscheinlich verkörpert. Und ja, jetzt sind wir quasi an diesem Set und der Film startet damit, dass quasi dieser Film gedreht wird. Und irgendwann verschwindet aber Robert Englund und er ist nicht mehr zu erreichen. Und alle denken, was ist denn hier los? Und wie es der Zufall so will, ja, kommt dann früher oder später, sucht dann Freddy Krüger quasi die Protagonisten, also die wahren Schauspieler, die ja natürlich auch wiederum sich selbst spielen, in ihren Träumen rein. Also ist so ein bisschen auch, kann man auch sagen, eigentlich auch eine Parodie auf die Teile davor. Freddy Krüger ist ja auch so im Laufe der Filme immer witziger geworden. Das war ja auch so, im ersten Teil war er ja bierernst und dann wurde es langsam peu à peu immer, hat er auch immer mal Scherze gebracht und durfte so ein bisschen aufspielen. Den Film, ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich kann dir jetzt konkrete Szenen auch gar nicht mehr benennen, aber das Konzept klingt richtig cool, muss ich sagen. Also aber gut, dass wir Tommy dabei haben, der kann der ein Gedächtnis wie ein Computer hat. Der kann ja noch ein paar Sachen also raushauen. Da muss ich sagen, erstmal finde ich, dass es, wenn du mich fragst, nach dem ersten Teil der beste Nightmare-Film. Ich finde den dritten auch sehr gut. Der dritte ist auch stark. Larry Fishburne, ne? Ja, Larry Fishburne und Lawrence Fishburne, a.k.a. Larry Fishburne, wie er sich früher genannt hat. Aber Larry von Arabien, ja? ich fand den richtig gut und den habe ich auch, wie es halt damals so war, habe ich den auch als Kind irgendwie mal geguckt. Aber da war ich, glaube ich, auch schon 10 oder 11 oder so, keine Ahnung. Und ich fand den wirklich gut. Also auch, ich kann mich da noch an die Szene erinnern, da ist der Mann der Hauptdarstellerin, ist irgendwie mit dem Auto unterwegs und hat so Sekundenschlaf und du siehst halt, dass die Kralle unter seinem Autositz ist und ihm ja, mal so am Knie und einmal auch so am Sack kratzt. Und irgendwann wacht sie halt dann nachts auf und kriegt halt die Nachricht, er ist gestorben beim Autounfall und dann muss sie ihn halt identifizieren und der sieht halt nicht nach einem Autounfall aus, wie er halt aussieht, ne? Ja, und dann sieht man aber so Streifen an der Brust und dann macht sie das Tuch weg und dann sieht man halt, dass er aufgeschlitzt wurde. Das ist halt so eine Szene, wo ich mich noch wirklich genau dran erinnern kann. Und auch hinterher, als es so richtig paradox wird, wo sie dann mit ihrem Serienvater mit ihrem Filmvater spricht und er sie dann wirklich Nancy nennt und sie denkt sich, hey, warum nennt der mich jetzt hier Nancy? Obwohl die ja eigentlich gar nicht in der Rolle ist. Ne? Ja, ich hätte ja, jetzt, dann, wo du das erzählst, kommt es bei mir auch wieder hoch. Kommst du hoch? Hol dir schnell einen Eimer. Nee, aber wirklich guter Film. Ein bisschen Ende, ein bisschen abgedreht, aber ansonsten.
Wes Craven hat das ja auch recycelt. Ich glaube, der dritte Scream hatte dasselbe, ne? Dass die, dass Neve Campbell sich dann selber spielt und dass dann der Scream-Killer die, den Cast des ersten Teils heimsucht. War das so? Ich glaube, es war der dritte oder vierte. Klar. Ah. Also irgendein Scream-Teil hatte das auch drin, wo ich mir dachte, naja, es ist auch Wes Craven, also recycelt er seine eigene Idee nochmal neu. Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Aber trotzdem krass, generell Wes Craven, was der an Horror für die Horrorwelt getan hat, ne? Ja. Vor allem, das muss man ja auch nochmal würdigen. Ja. Ja. Schreit nach einem. Vor allen Dingen Teenie-Horror überhaupt erst erfunden hat. Ja. Ja. Schreit nach einem Wes Craven-Podcast und einem Freddy Krüger-Podcast, obviously. Nachdem wir jetzt die beiden bekanntesten, glaube ich, Schlechter der Horrorfilmwelt genannt haben, Freddy Krüger und Michael Myers. Ja, und Scream gerade noch kurz angeschnitten. Und Scream sogar noch angeschnitten. Ja, da müssen wir auch noch Jason erwähnen, aber dann geht's zu weit. So, dann würde ich mal sagen, wenn keiner mehr was anzumerken hat, dann gehen wir doch rüber in die Fragerunde, wenn ihr Bock habt. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Und zwar ich auch. Ja, pass auf, ich muss noch mal kurz was erzählen noch dazu. Eigentlich ist es ja üblich, dass wenn derjenige, der verloren hat und die Fragen vorbereitet, nicht da ist, dass der Moderator das vorliest, aber Tommy wollte unbedingt, dass wir gegeneinander antreten. Warum auch immer, ich bin mal gespannt. Ich mache auch mit. Ja, Marc ist auch dabei und wir haben uns darauf geeinigt. Bei mir war es jetzt genau, da Lars das letzte Mal Fragen vorbereitet hatte, aber nicht dabei sein konnte, dass er heute die Fragen vorliest. Ihr seht also Gerechtigkeit, also wir sind sehr auf Gerechtigkeit aus. Ey, und ich schließe eine Wette ab, Markus gewinnt. Keine Ahnung von Horrorfilmen, aber das sagst du gut. Immer, du hast ja dann aber irgendwelche Wikipedia-Einträge wieder durchgelesen, wir wissen es doch. Wir gucken in seiner, Brille, weil wir sehen ja sein Bild, wir können gucken, ob er irgendwie Wikipedia aufmacht. Mein Vorteil ist nur, dass Matthias die Fragen gemacht hat. Aber er hat gar keine Brille an. Anthony Modest? Alright. Unsere so Zuhörer, er hat gerade Billengläser mit den Fingern gemacht. Ja. Ja, genau. Dann Lars, ich übergebe dann das Wort. Dann schreite ich zur Tat. Seid ihr bereit für das ultimative Halloween-Quiz? Jawohl. Ja. Dann legen wir mit der ersten Frage los. Aber wer fängt denn an? Sollen wir nicht vorher regeln, wer anfängt? Ich sage die Frage und dann wie immer, wer anfängt. Ja, so machen wir es. Okay. So, ich muss mir auch mal eine Liste machen, weil ich schreibe eure Punkte auf. Ja, bei drei Leuten wird es schon unübersichtlich, ne? Das ist nicht verkehrt. Ja. Und nach vier Fragen steht es 0-0-0. Das kann passieren. Und der Verlierer, den holt sich Freddy dann. Ach ey. Aber nicht Krüger, ich habe schon Angst vor Hexen, Lars. Jetzt sag doch nicht sowas. Genau, der Gewinner, der landet in einem Bild. Sehr gut. Frage 1. Ich schicke euch die Szene gleich. Ursprünglich wurden nicht Kürbisse für die bekannten Jack-O-Lanterns ausgehöhlt, sondern Rüben. Doch da es in den USA viel mehr Kürbisse gab, wurden diese einfach zweckentfremdet. Mit welchen weiteren Pflanzen werden Kürbisse nach alter Drei-Schwestern-Tradition angebaut? A. Zuckerrübe und Blumenkohl. B. Mais und Bohnen. C. Karotte und Spinat. D. Zucchini und Brokkoli. Das ist eine sehr gesunde Frage. Ich wollte gerade sagen, das hat überhaupt nichts mit Horrorfilmen zu tun erstmal. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gefragt, einige, verstanden. Einige hassen Brokkoli, also ich würde den Horror... haben wir Rosenkohl dabei? So, also nochmal. A. Zuckerrübe und Blumenkohl. B. Mais und Bohnen. C. Karotte und Spinat. D. Zucchini und Brokkoli. Was war die Frage nochmal? Die Frage, mit welchen weiteren Pflanzen werden Kürbisse nach der alten Drei-Schwestern-Tradition angebaut? Ja, dann, wer fängt an? Schon mal darauf da freuen? Fängt, das Freddy fängt an, weil er ist in meinem Bildschirm oben. Ja, weil ich zuletzt geredet habe, scheiße. Du musst du musst leider noch mal die A bis D vorlesen. Na klar, A, Zuckerrübe und Blumenkohl, B, Mais und Bohnen, C, Karotten und Spinat, D, Zucchini und Brokkoli. Ja, ich sage A. Du sagst A, okay. Ich gebe die Frage weiter an Markus. Ich sage Mais und Bohnen. Mais klingt auch so passend. Und Tommy? Ich hätte eigentlich auch A gesagt, aber ich sage
Karotten und Spinat. Okay. Damit hat Markus den ersten Punkt. Du hast doch gesagt, das Halloween Maisfeld. Geht gut, los. Ja. Vor allem mit einer Sicherheit, du hast dich doch eiskalt durchgeraten, oder? Also ich und Horrorfilme, ne? Eins in all hier. Ja, die Frage, die man verstanden ist gerade. Garten, du hast aber wenn es um den grünen Daumen geht. Ja. Mais und Bohnen, besser kann man nicht pupsen. So, Frage 2. Das Remake S von 2017 war 7 Jahre in Produktion, bevor überhaupt die erste Szene gedreht wurde. Stephen King, Autor der Buchvorlage, war begeistert von dem Remake. Wie viele Seiten umfasst das originale Buch des Autors? Ich lese wieder die Antworten vor und dann macht Markus den Anfang. Sind es A, 1138 Seiten, B, 939, C, 666 oder D, 512 Seiten? Da das so ein komplexer Zweiteiler ist, sage ich über 1000 Seiten. Also es gab ja nur eine Antwort über 1000, ne? Dann A, 1138 also? Das würde ich sagen. Also okay. Schreiben der Mann schreibt doch wieder Maschine. Mhm. Und dann gebe ich an Tommy weiter. Dann würde ich sagen 938. Also wäre B an 939, meinst du? 939, ja. Okay. Und Freddy? Das Ding ist, ich muss eine der beiden nehmen, weil es ist safe, es ist mehr als 600. Es ist definitiv mehr. Ich sag auch B. Ich kann ja nicht anders. Also es ist, was soll ich machen? Hier stehe ich kann nicht anders. Yeah. Damit hat Markus den zweiten Punkt. Scheiße. Es läuft so, wie wir dachten. Ihr wolltet gegeneinander spielen, es ist genau das. Also ich meine, ey, das spielt in zwei verschiedenen Generationen und etc., was alles passiert. Das kann ich nicht mal Seiten lang sein. Wenn man das Buch im Regal liegen sieht, ist es auch wirklich ein richtiger Klopper. Also und 666 war zugestellt, die Antwort. Ja. Okay, na, da hätte ich ja gedacht, wie war das Zimmer? 1408 hätte er reinnehmen können. 1408. Ja, ja. Okay, dann geht's weiter. Frage 3. Und es würde dann Tommy die erste Antwort geben. Frage 3. Hokus Pokus, drei zauberhafte Hexen von 1993, präsentiert uns Schauspielerin Sarah Jessica Parker als eine der drei Hexen. Später fand sie heraus, dass ihre Urgroßmutter 10. Generation bei den berühmten Salem-Hexenprozessen angeklagt wurde, aber entkommen konnte. In welchem US-Bundesstaat liegt die Stadt Salem? Ah. Ich habe noch nichts gesagt. Ja, ich habe das mal gelesen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Okay, ich lese trotzdem vor. A. Connecticut, B. Massachusetts, C. Pennsylvania oder D. Kansas. Ich sag C. Das kann man wissen. Du sagst C, jawohl. Dann macht Markus weiter. B war Massachusetts, oder? Ja. Yep. Dann würde ich B nehmen. Dann würdest du B nehmen. Jawohl. Und Freddy? Sag nochmal die drei, die vier. A, Connecticut, B, Massachusetts, C, Pennsylvania, D, Kansas. Ich meine Salem, Pennsylvania, Salem, Kansas. Ich sag auch B. Massachusetts, ja? Ja. Damit hat Freddy den ersten Punkt, Markus hat 3. Oh. Alter, Markus, was ist los hier? Hat Matthias doch, ey, Leute, ich habe die letzten Wochen immer verloren. He's on fire. Immer wenn so Sachen passieren, die komisch sind, ist einer richtig gut von uns. Es läuft für dich, heute unbedingt Lotto spielen. Aber Salem hat man in so vielen Serien mit American Horror Story und sowas, die hatten immer einzelne Folgen da. Vor allen Dingen, ich habe Glück, weil Massachusetts, Connecticut, das alles lesen, fehlerfrei. Ja. Frage 4. Der Begriff Horror stammt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß Schauer oder Entsetzen. Die Geschichte von Frankenstein gehört zu den bekanntesten Vertretern des Horrorgenres. Aus der Geschichte welcher Figur aus der griechischen Mythologie zog Autorin Mary Shelley ihre Inspiration für das Werk? A. Melampus, B. Telemachos, C. Deokalion oder D. Hippolytos. Verzeiht meine Aussprache, Griechisch ist nicht meins, ich lese Asterix. Also nochmal, also anfangen würde jetzt Freddy wieder. Ich lese nochmal vor, was sind die Antworten. Alle also, noch nie gehört. Was Inspiration für Mary Shelleys Frankenstein war. A. Melampus, B. Telemachos, C. Deukalion oder D. Hippolytos. Was sind das für Fragen, ey? Ich dachte irgendwie, welchem Halloween-Film kommt das und das? Ja. Ja, das könntest du doch, aber das hier ist doch, wie, Mensch.
D. B oder D? Was D, D wie Dora. D, Hippolytos. Den Hippogreifen. Hippolytos, okay. Ja. Dann Markus, was sagst du? Melampus. Melampus, ja, Melampus, okay. Und Tommy? Ich hätte jetzt auch D gesagt, D wie Dora. Hättest du oder tust du? Ich sag auch D. Du sagst auch D, okay. Damit hat Tommy seinen ersten Punkt, Freddy seinen zweiten. Oh. Jawohl. Hypoland, ja, irgendwas hat mir da bei mir geklingelt. Hypo, ich habe irgendwie an Hypo keine Ahnung und dachte, ich könnte es passen. Ich habe Hypo keine Ahnung. Aber mir war mal so, als wäre, also ich habe ja die Fragen nicht gemacht, aber mir war mal so gewesen, als hat der Untertitel von Frankenstein auch der moderne Prometheus, aber ich habe die Fragen nicht gemacht. Ja. Vielleicht ist Hypolantos ein Synonym. Für möglicherweise. Prometheus. Oder es ist ein Flusspferd, wer weiß das schon. So, Frage 5. Die würde dann wieder an Markus gehen, die erste Antwortmöglichkeit. Frage 5. Die Familie Adams ist die wohl bekannteste Horrorfamilie. Während Vater Gomez gerne Zugunglücke mit seiner Modelleisenbahn darstellt, hat seine Ehefrau Morticia eine Vorliebe für Rosen mit abgetrennten Köpfen. Tochter Wednesday versucht ständig, ihren Bruder Pugsley zu ermorden und ist dabei auch oft erfolgreich. Doch leider will ihr Bruder einfach nicht sterben. Wie heißt Tochter Wednesday mit zweitem Vornamen? A. Thursday, B. Friday, C. Saturday, D. Sunday. Ah. Also A. Nein. Ich hab noch vor ein paar Wochentagen den Trailer gepostet. Die kriegt jetzt auch eine eigene Serie. Die heißt Wednesday Adams. Da stand aber der zweite Name, glaube ich, nicht. Deswegen rate ich jetzt Wednesday, Was gab es sonst? Es gab nur Thursday, Friday. B, Friday, C, Saturday, D, Sunday. Ja. Dann sage ich, warum liegt der eine Tag so getrennt von, ich sag Thursday. Thursday, okay. Dann gebe ich die Frage weiter an Tommy. Ich hätte Friday gesagt. Oder ich sage Friday. Du sagst Friday. Habe ich dich verunsichert mit Würde? und Freddy? Ich hätte jetzt auch direkt Thursday gesagt. Deswegen, ich sage das jetzt auch, weil es würde für mich Sinn ergeben. Okay. So, damit kriegt Tommy einen Punkt. Es war Friday. Oh. Damit wird's spannend. Das heißt, es steht 3-2-2. Ja. Oh. Das heißt, eigentlich hätte Markus noch gewonnen. Schon gewonnen. Hat er. Boah, letzten zwei Fragen noch verkackt. Ja, gerne. Die Schätzfrage nur zur Interesse. Wie hoch war das Budget für den Film Halloween von 1978? Ganz kurz. Freddy und ich müssen ja stechen. Ja. Ihr müsst stechen, ja? Ja. Um Platz 2. Dann ist für euch beide die Frage, okay? Dann halte ich mich raus und genieße meinen Sieg seit langer Zeit. Das Budget von Halloween von 1979, von dem alten. Genau. So, jawohl, die Antworten sind jetzt reingekommen. Vielen Dank dafür. So, ich lese schon mal vor. Freddy hat $30,000. Sehe ich das richtig? Mhm. Okay. Nicht, dass es an der Kommastelle, ne? Ich habe. Was, warum lacht der Tommy so? Der weiß es wahrscheinlich. Ich habe viel zu viel. Nee, ich hab und viel zu eine viel. Million für Tommy, also beziehungsweise von Tommy. Ich glaube weniger. Oh, wenn das Gagenvorschläge für mich gewesen wären, ich wäre begeistert. So, in Wirklichkeit, also 30.000 gegen eine Million. 30.000 ist auch zu wenig, aber. Das definitiv, 300.000. Boah, gewonnen! Oh, dann ist Freddy. Aber trotzdem. Dann ist Freddy näher dran. 270.000. Und ich habe gewonnen gegen Tommy. Da siehst du es. Nein, Markus hat gegen mich gewonnen. Ja. Genau, der alleinige Gewinner ist auf jeden Fall Markus, genau. Ach schön, aber lange nicht, ich freue mich. Ja, ey, krass. Glückwunsch an Markus. Mais und Bohnen, das ist immer mein Niveau. Für aber was für Fragen auch, muss man an der Stelle mal sagen. Und ich wollte erst 500.000 schreiben, ne? Ich dachte, nee, das ist irgendwie zu wenig. Und dann, ja. Scheiße. Aber das ist doch so ein Horrorfilmbudget. 300.000 irgendwie, ne? Als ich 30.000 eingegeben habe, dachte ich, bestimmt sind es 300.000.
Es war ganz kurz im Kopf, aber es war, ja, ich dachte irgendwie, ich habe nur gehört, dass es halt ein Low Budget wirklich war für die Deswegen habe ich ja gefragt, ob es vielleicht die Kommastelle oder so, weil das wäre ja genau, ich dachte, wow, Zahlen sind, Quersumme ist korrekt. 30.000, 35.000 ist mehr Paranormal Activity, glaube ich. Hm. Ja. Der war echt so günstig. Ja, das sind dann so diese Found-Footage-Sachen kommen in den Preis, ja. Das ist dann wirklich nur Mietkosten für die Kamera und das war's. Ja. Ja. Catering macht Mutti. Ja, genau. Gegessen wird zu Hause. Ja, dann Glückwunsch. Tommy, nächstes Mal Fragen vorbereiten. War auf jeden Fall eine lustige Runde. Ja, definitiv. Und krasse Fragen, Matthias. Dann zum Abschluss von euch noch eine Frage, die sehr allgemein ist, aber versucht's mal so kurz und knapp wie möglich zu halten. Nennt mal euren Lieblingshorrorfilm nach 2000. S, die Neuverfilmung. Okay. Welcher? Die Neuverfilmung. S, also ich finde, die gehören ja eh zusammen. Die kann man doch nicht trennen. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde beide gleich gut. Ich sehe es als Gesamtwerk an. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe mir in die Hosen gekackt. Also es war jede einzelne Emotion da. Und das hat gut funktioniert. Ich liebe die Kids, ich liebe die Erwachsenen, ich liebe diesen Film, diese Filme. Also steht in meiner Sammlung und würde ich jederzeit wieder gucken, sofort. Dann. Punkt. Ja, kann ich auch nachvollziehen, sind sehr, sehr gute Filme. Ja. Ich habe leider nie die Original, ist ja Original, aber die Erstverfilmung mit Tim Curry gesehen, muss ich zu meiner Stande geschehen. Aber ich fand die auch sehr, sehr gelungen. geht auch in eine andere Richtung. Also, aber geht das, man kann beide Verfilmungsversionen gucken, jede ist ein bisschen anders an manchen Stellen, also das fand ich den interessanten Part daran, die zu vergleichen. Ja. Ich mach da mal direkt einen Spoiler. Wenn es darum geht, zu früh Filme, die man zu früh gesehen hat. Ja. Und sage dazu dann weiter nichts. Wow. Tommy und Pennywise. Dazu machen wir auch noch einen Podcast, ja. Ja. Und bei mir wäre, ich tue mich schwer, einen Film zu nehmen. Ich würde aber wahrscheinlich Conjuring nehmen. Auch schön, auch stark. Weil ich dieses ganze James Wan-Universum sehr, sehr gut finde. Also, die Filme sind mindestens okay. Okay bis sehr, sehr gut. Und ja. Auf jeden Fall vor allen Dingen die Geschichte, wo sie hier Verstecken spielen und dann soll sie klatschen. Ja. Und auf einmal aus dem Nichts neben mir die Hände. Also, das war ein kleines bisschen Pipi dann auf dem Sofa. Sehr gute Filme bisher beide, ja. Markus? Ich tue mich gerade auch noch schwer. Entweder, was ich gerade schon gesagt habe, Paranormal Activity oder ganz klassisch The Ring. Ich glaube, ich nehme The Ring, weil ich meinen Fernseher aus dem Zimmer stellen musste nach diesem Film. Wochen. Jetzt auch die Frage, das Original aus Japan oder das Remake? Das Remake. Das Original habe ich erst später gesehen, leider. Und Paranormal Activity hat mir aber genauso Paranormal Alter Activity noch zerstört. Ist auch krass, stimmt, hat auch einen The Ring, da muss ich eine Story erzählen. Freddy kennt die schon, habe ich schon oft erzählt. Und schöne liebe Grüße an meine Schwester. Die kam damals, ich weiß nicht, wie alt war die da? 14, 15, 16, keine Ahnung. Waren die mit ein paar Leuten beim Kumpel und haben den Film damals auf VCD geguckt. Illegal. Und meine Mutter musste mit ihr wirklich hochgehen in ihr Zimmer, weil die solche Angst hatte. Weil die dachte, der Film wäre vorbei und dann krabbelt das Mädchen aus dem Fernseher. Und dann klingelt das Telefon am besten noch. Überleg mal, der Film zerstörte Fernseher, Telefone. Meine Freundin hat eine krasse Story erzählt, die hat den Film gesehen und zwei Tage später ist der Fernseher einfach angegangen und da war Schnee. Das ist krass. Das ist richtig krass. Was war es bei dir, Freddy? Ich schließe mich einer Person an aus der Runde, und zwar Tommy, weil Conjuring ist für mich, also ich hatte lange überlegt, jetzt Tucker and Dale vs. Evil zum Beispiel, es gibt auch so Filme, die halt das parodieren, die geil sind, Cabin in the Woods, sind auch ziemlich gute Filme. Aber Conjuring ist für mich der effizienteste Horrorfilm, den ich, glaube ich, je gesehen habe. Das ist ein unfassbar atmosphärischer, krass. Wir haben den im Kino gesehen, ich hatte wirklich, und ich war da schon älter, also ich war da, wie alt war ich da? Anfang 20. Und ich hatte Schiss, ich hatte Nächte danach, hatte ich noch Probleme beim Einschlafen, weil der Film, also James Wan schafft es irgendwie, es ist für mich der Regisseur der Neuzeit, was so Gruselfilme angeht. Der schafft es. Insidious auch. Insidious ist auch irre. Wie heißt der Film mit der Puppe?
Annabelle. Nee, nicht Annabelle. Nee, den meine ich gar nicht. Dead Silence, ja, genau. Auch ein richtig krasser ja. Film. Und Conjuring ist für mich aber der Höhepunkt, weil A, ein Film, der nicht auf der und der muss jetzt sterben setzt. Also das tiefgründiger Film tatsächlich. Also Spoiler an der Stelle, aber da stört ja keine einzige Person, glaube ich, in dem ganzen Film. Wenn ich mich nicht irre. Stimmt. Und es geht rein über Grusel, also das ist wirklich dieser Grusel in seiner ursprünglichsten Form, den James Wan hier mega gut einfach inszeniert hat und tolle Schauspieler mit Patrick Wilson und Vera Farmiga in den Rollen ist ja eine biografische Geschichte, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, aber meiner Meinung nach, ich glaube da schon, ist ein bisschen was dran vielleicht. Hier und da und ich fand den auf jeden Fall. Also es gibt zumindest dieses Gruselkabinett, wo die Original Annabelle sitzt. Also und dann die sagen auch, bitte den Schrank nicht öffnen. Ja. Aber letztens doch gelesen, als Freddy und ich Annabelle 3 geguckt haben, das Museum hat jetzt geschlossen, weil das in einer Straße lag, die nicht dafür ausgelegt ist, viele Besucher zu einen Besucherandrang auszuhalten und deswegen mussten das Museum leider schließen. Ja. Oh. Hm. Für die Öffentlichkeit. Besser ist, da will ich ja gar nicht rein. Ja. Nee, ich wollte kurz gerade noch gesagt haben, was oft in den letzten Jahren immer wieder genannt wird als gruseligster Film, lese ich immer wieder in Toplisten, ist aber auch Sinister. Ja. Den habe ich aber gar nicht so auf dem Schirm. Weil Der war gruselig. Doch eigentlich recht gut. Ja. Der war gut, aber ich finde, okay. Der kommt nicht an Conjuring ran. Also der ist wesentlich gruseliger, Conjuring. Und alle Filme, die ihr mir genannt habt, habe ich noch in Erinnerung. Den nicht mehr so. Ja, und noch ein Spoiler, weil wir gerade auch bei Conjuring waren, wo keiner stirbt. Bei Sinister sterben alle. Ja, stimmt. Ja. Das ist halt krass. Ach ja. Sehr gut. Hört ihr schon die schaurigen Töne? Ja. Hört ihr sie? Ja. Ganz langsam. Ja, ich gehe jetzt mal wieder um die Häuser und sammle Süßigkeiten und Geld. Auf den Knien mit Kürbismasse. Ja, das fällt mir jetzt erst ein. Du hast auf den Knien Geld bekommen, alles klar. Also Lars, das gerade gesagt hat, hatte ich genau den Gedanken auch, Tommy. Ja, aber er hat doch gesagt, damit er so groß wie ein Kind ist, das nennt sich Betteln, was er da meint. Also, irgendwie verdiene ich Geld auf den Knien. Das hast du gesagt. Beschwerden übrigens in die Kommentare. Genau. Ja. Bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen, ne? Habt schöne Halloween und ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.